Muss gerade gucken, du hattest aktuell noch keinen Kontakt oder wenig Kontakt mit Bin ihm. ich. Wenig. Nein. Ja, warte mal. Gelungen, ist doch okay. Ist nicht erschwert. Also, ich hatte überlegt, ob ich dir eine Erschwernis oder eine Erleichterung gebe, aber du hattest wenig Kontakt mit ihm. Ja, er wird sich jetzt drum bemühen, die Zelle zu öffnen, weil von der Inquisition hält Luptiel auch wenig, gar nichts. Glück gehabt. Die Inquisitorin ist gerade selber beschäftigt, hat sich auf den Boden geschmissen und du kannst auch sehen, wie wohl da, weil sich bei ihr die Robe so ein bisschen blutig gefärbt hat, auf dem Boden liegt und sich gerade so ein ziemlich großes Splitterstück aus der Hüftregion zieht. Dann knackt es einmal und die Zelle ist offen. Danke Luptiel? dir. Ich stürme zur Inquisitorin und gucke, ob sie verletzt ist und versuche ihr zu helfen. Ja, sie ist verletzt, ebenso wie du, und das ist definitiv auch eine Wunde, auch in der Bauchregion, in der Brustregion, beziehungsweise Hüfte, hatte ich eben gesagt, und sie schaut dich entgeistert an. Warum seid ihr frei? Kommt mit zur Krankenstation. Und ich würde versuchen, ihr aufzuhelfen. Sie schüttelt deinen Arm ab. Zurück in deine Zelle. Wollt ihr hier verbluten? Also kommt! Ich schaff das schon. Ja, sie stützt sich dann so ein bisschen an der Holzwand ab, würde dich jetzt aber auch nicht wieder zurück in die Zelle schleifen, guckt dich nur böse an und wird dann nach oben humpeln, immer abgeschützt an der Wand. Das dauert aber ein bisschen. Möchtest du zurück in Wenn die die... Zelle oder gehst du auch nach oben? Sie kann da jetzt gerade wenig tun. Die Zelle, die kann mich mal gerne haben. Nein. Romilly stürmt nach oben, holt sich ihren Kampfstab, holt sich ihre wunderbaren Tinkturen und ja, Selbstmordflugkommando steht dann an. Okay, mal wieder. Natürlich. Ja, Weiter noch ein Tick. Ephadaios, die Xyleste reagiert gerade nicht auf dich, zu deinem Erstaunen. Du hast das Schwert in auf deinem Schoß, du sitzt auf deinem Thron, sie reagiert nicht. Sie lacht einfach nur finster und dann steht Yalan neben dir. Du hast die anderen Magier nach unten geschickt, ne? Nee, Ich nee. nicht. Ich hatte nur gesagt, dass sie sich auf ein Gefecht einstellen sollen. Vielleicht sind sie ja selber runtergegangen. Die liegen gerade auch irgendwo auf dem Bauch. Siehst auch, wie das Pentagramm verwischt ist und alle kämpfen gerade mit den verschiedenen Wunden, die sie, ja, also gerade die Akoluten, die Schülerinnen, die kämpfen gerade damit und ja, haben andere Dinge zu tun. Magister, schafft eure Leben in Sicherheit. Jalan, du kommst an. Ja, du hörst ihn vermutlich schon, bevor du ihn siehst. Was geht hier vor sich? Amadeus, die Maulkorte ist zu! Welchen Nur Teil ihr von seid nicht nicht hier fressen, habt ihr verschwunden. nicht verstanden? Knusper, Knusper. Was, Xuleste, frisst du etwa das Schiff? Du solltest es nur verschlingen. Fadaus hebt sich mit dem Schwert und geht aufs Xuleste zu, hält ihr das Schwert an die Kehle. Was hat es damit auf sich? Gehorchst du nicht mehr meinem Befehl? Schneide uns, Ephadaios, schneide uns, benutze es. Dann benutzt Ephadaios auch das Schwert, aber er wird sie nicht nur anritzen, sondern wirklich in, ich weiß nicht, zum Beispiel in ihre obere Schulter das Schwert in das Holz reinschieben. Ja, beide Schwestern heulen auf. Auch bei Piranjane bildet sich an der Stelle harzige Flüssigkeit, gelb. Und dann kannst du wohl hören, wie weiter Splittern erklingt. Xyleste lacht aber auch nicht mehr und ja, aktuell wird wohl noch gerufen in Panik. Weiß nicht genau, was gerade vorgeht. Wage es nicht noch einmal unserem Befehl, Widerstand zu leisten. Dann steht Magistra Kohlraab neben dir, legt die Hand auf Xyleste auf. Somni gravis, tiefer Schlaf. Der Kopf von Xyleste fällt nach vorne, ebenso wie die holzigen Haare. Und Piranjane sieht gerade wieder so aus, als ob sie Kontrolle hat. Aber aus ihrem Mund läuft etwas Blut. Noch die Schreie von Was? unten. Jetzt habe ich die Kontrolle.
Ich lass die Säure ab. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Lassen wir es wieder frei, oder? Nein, wir verschwinden mit dem Schiff. Wir reißen es mit uns mit. Ich will es nicht fressen. Fängt sie an zu weinen. Blutige Tränen. Kapitän, sollen wir einen Sprint ansetzen und uns aus der Reichweite ihrer Kanonen bewegen? Ihr, was? Sie sagt sie... Ja, tut es. Auf erkannten Feind, Feuer frei, eigenes Ermessen, 10 Uhr! Und dann knallt es wieder einmal. Das war die leichte Rotze, die General Amrishot. Das ist der erste, ich weiß gar nicht, wer war. Ja, war die erste Rotze gezündet? Das war deine? Ich war, ja. Ja. Nee, trifft nicht. Trifft nicht? Nee, 19. Nee, trifft nicht. Und die vordere leichte Rotze, das ist die von Romilly, ist ebenso nachgeladen. 1W20? Exzellenz Ulchuchu darf wieder schießen. Perfekt, das sind noch einmal 4W6 plus 6. Wenn eure wieder schießen, könnte das aber auch bedeuten, dass die anderen ebenso wieder fertig sind. Und 1W6 plus 4 für den Strukturschaden. Oh, das sieht gut aus. Dann könnt ihr sehen, wie ihr weiter in Richtung Süden lauft, an euch vorbei. Die Knechter Efforts ist gerade in Flammen aufgegangen und brennt lichterloh. Die anderen Schiffe, Jungfrau Borons, Dorada und die Schwarze Salamander, versuchen sich so ein bisschen zu drehen. Allerdings ist der Wind gerade dahingehend, dass das so ein bisschen problematisch ist. Segel werden gesetzt, man versucht, die Verfolgung aufzunehmen. Und weiteres Schießen. Zumindest von der Schwarzen Salamander. Für... nicht getroffen. Ja, die Eisenkugeln fliegen über euch hinweg. Und dann könnt ihr weiterlaufen. Genau, also wir sprinten für einen Handlungspunkt. Und das ist ja, glaube ich, eine Meile. Und dann dürfen wir aus der Reichweite... oder sind, also können selber auch nicht mehr schießen, aber sind dann außer Schussreichweite. Ja, das auf alle Fälle. Also wenn ihr jetzt in den Sprint verfallt, wie gesagt, das ist unglaublich schnell mit 18 und die anderen sind gerade bei 0. Dementsprechend seid ihr dann sehr, sehr schnell aus der Reichweite raus. Romilly hat zumindest dann ihren Kampfstab in der Hand und könnt dann entweder nach oben laufen oder nach hinten weg. Gut, wenn ich sehe, dass wir uns erstmal zurückziehen, kein Grund für den Kampf. Aber dann nehme ich wenigstens meine Heiltinkturen und gucke, wem ich damit noch ein wenig unterstützend unter die Arme greifen kann. Der Inquisitoren. Zum Beispiel. Ja, zumindest kann man einen Heilkundigen ausfindig machen. So einen der Magier oder so. Der damit ja, die, haben, kann. Die Magier haben auch gerade alle Hände voll zu tun. Sie wurden natürlich auch irgendwie mal verletzt. Je nachdem, wo es dann eingeschlagen ist, je nachdem, ob sie eine Ausweichenprobe geschafft haben. Andere natürlich haben es nicht geschafft und liegen dann oder begeben sich jetzt gerade nach unten. Und die Inquisitorin wird sich auch nicht durch Magie helfen lassen. Also das ist dann alles profan, wie sie sich da verbinden lassen wird. Du könntest sie auf alle Fälle finden. Ja, oder einen Medikus finden, wenn man... Ich glaube, ein Medikus wäre besser bei der Inquisitorin. Mhm. Ja, dann findest du da wohl gerade die drei Medici, die 10, 15 Leute dann vor sich haben, alle mit Schürf- oder Kratzwunden und sind gerade fleißig am Verbinden. Offene Tiegelchen, die herumstehen. Ja, was kann ich für euch tun? Die Inquisitorin ist schwer verletzt. Ihr solltet runter zum Gefangenendeck gehen, und zwar schnell. Ich habe, na gut, alle Hände voll zu tun, aber wenn es die Inquisitorin ist, dann... Hier, das Zeug könnt ihr bestimmt auch noch gebrauchen. Sie greift einmal danach und verschwindet dann damit nach unten. Und Romilly versucht, den anderen Medici ein wenig zu assistieren. Ja, du hattest keine ASP weiter abgeben können durch das Holz hindurch. Dann musst du wirklich neben Xylester stehen. Also du hättest die 20 ASP noch und kannst dann damit nach eigenem Gutdünken Balsams wirken, wenn du möchtest. Oder Hexenspeichel. Hexenspeichel wäre vielleicht keine so schlechte Idee, ein wenig zu unterstützen. Mhm. Du merkst auch, dass die Mannschaft, diejenigen, die sich jetzt hier unten versammelt haben, du siehst, wie sie wohl von Aberglauben gepackt sind, aber sie haben trotz des Aberglaubens eher Respekt als Angst vor dir.
Denn du wirst wohl Karakil-Reiterin geheißen, so wenn man sich mal mit den einfachen Matrosen und den Söldnern unterhält. Und das bekommst du jetzt wohl zum ersten Mal mit, weil du dich vorher nicht mit denen unterhalten hattest. Gesunder Respekt. Haben das nämlich gesehen, wie du da oben mit dem Kampfstab geflogen bist und wie du den Karakil geritten bist. Das gibt natürlich Auftrieb. Ach, warum nicht ein bisschen Spaß? Ja, Romilly lässt sich Zeit für einen Zauber und gibt doch... Da ist doch bestimmt auch ein netter Herr bei, der verletzt ist. Na klar, sogar ein sehr gut aussehender Herr. Der bekommt doch ein leidenschaftliches Küsschen in der Hoffnung, dass es ihm danach deutlich besser geht. Auf die Wunde oder auf den Mund? Jetzt muss ich gerade zu meiner Schande geschehen, dass ich fix nachblättern muss. Ich meine, das muss auf die Wunde. Ich glaube, auch der Hexenspeichel muss in die Wunde abgegeben werden. Ja, auf die Wunde. Oh. Schade. Und mehr als 3 ASP kann ich leider auch noch nicht reinsetzen. Gut. Ja, wird sich auf alle Fälle bedanken. Nickt sind nett 40 und Aktionen. 40 Aktionen? Ja, weil ich mir Zeit lasse. Wow. Ja, die Zauber dauern leider Ewigkeiten. Ja, ist aber... ja, du hast ja die Zeit. Gut. Plus die Erschwernis, die du mir noch liefern möchtest. Ja, das ist ein Söldner, jetzt keine Wunde. 7 SP, das wird er wohl wegstecken. Gerade wenn er eine leichte Rüstung hat, das sind dann nur Lebenspunkte, die er verloren hat. Keine Wunde. Ja, Wundheilung würde ich eh nicht versuchen, aber... Gib mir nochmal ein W4. Dann ist das gerade so geklappt. Reicht doch. Gerade so. Ja, du merkst, wie das Schiff wohl deine geistigen Kräfte, das Verhältnis zu Satuaria und zu Sumo beeinflusst und dementsprechend auf hoher See zaubern ist nicht so, wie du das gerne hättest. Aber ja, die magische Spucke hilft auf alle Fälle und die Wunde wird dann geschlossen. Wunderbar. Einmal draufspucken, drüber reiben und nur noch frisches Narbengewebe, was zurückbleibt. Ja, und so versucht Rommel sich hier ein wenig nützlich zu machen. Ja. Die Männer sind auf alle Fälle ziemlich ja, angetan von dir, wenn du da so die nächste Krankenschwester mimst und wenn dann nach und nach die Inquisitorin nach oben humpelt und dann im Laufen noch verbunden wird von der anderen, wirst du wohl auch bemerken, dass sie sich dann so ein bisschen schützend vor dich schieben, abschirmen, auch vom Sichtbereich. Du hast auf alle Fälle ein Steinebrett bei den Leuten. Auch wenn die Inquisitorin dich nicht mag, die Mannschaft schon. Nehme es erst einmal überrascht und angenehm zur Kenntnis. Ich rieche eine Motterei kommen. Dann, wird der Sprint wieder aus den Beinen genommen. Die eine Meile ist rasch abgelaufen. Und ihr habt immer noch das Schiff, die... Adena Maru in eurem Bauch. Immer noch vereinzelte Rufe, allerdings jetzt nicht so sehr panisch und schmerzerfüllt als Hilferufe. Habe ich es in der Zeit ins Unterdeck geschafft? Zu den Söldnern zurück? Ja. Gut, Männer. Wir gehen da jetzt rein und treiben die alle zusammen. Wenn niemand Scheiße baut, gibt's auch keine Toten. Seid also vorsichtig. Wir wissen doch gar nicht, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Werden wir dann sehen. Bleibt hinter mir und los geht's. Und dann geht's los. Ja, willst du jetzt die Shots wegnehmen von der Maulgrotte? Ja. Dann läuft an deinen Beinen eine ganze Menge Säure entlang und flutet das Unterdeck bis zu, nicht unbedingt den Knien, ungefähr auf Hälfte. Und du stehst in dampfender, beißender Säure. Die Söldner, die ebenso noch hinter dir standen, fangen jetzt an zu schreien, panisch, laufen wieder zurück, weg von der schwappenden Säurewelle und du stehst erst einmal alleine im Gang. Deine Stiefel dampfen. Mist. Bis zu den Knien. Vor dir, genau, also ungefähr Hälfte Knie. Bei Wadenbereich, ne? Hälfte Wade. Vor dir kannst du sehen, wie wohl das Unwasser gerade abgelassen wird. Eine, ja, angefressene Talucke liegt vor dir, zerstörte Masten umgeknickt. Sind wohl 2 Stück. Die Talucke also etwas größer.
Nicht unbedingt einmastig. Und ja, ungefähr 10 Leute, die jetzt versuchen, trockenen Fußes auf dem oberen Deck, was noch übrig geblieben ist, mit umgeknickten Masten, Segeln, sich da zu retten und hängen so. Kannst aber auch einige treibende Leichen dann im Unwasser sehen, die sich gerade in der Säure auflösen. Okay, eine Frage noch. Gibt es irgendwo zwischen hier und dem Schiff ein etwas erhöhtes Ding, wo man sich draufstellen könnte? Ja, da ist so noch ein Vorsprung, vielleicht was ehemaliges von den Hibernatoren. Da müsste man jetzt hochklettern. Du bekommst 1W6 Säureschaden. Komm. Wird kein Problem sein. Ja. Punkte. Dann tue ich 1, 2, 3 Sätze nach vorne, bis ich auf dem Ding stehe. Klettern. Guck mal. Klettern. Klar, wenn du jetzt hochklettern willst, dann den Hibernatoren. Ja, alles gut. Zum Glück kann ich klettern. Aber wie gesagt, du retterst dich dann auf so einen kleinen Vorsprung. Die anderen sind alle ungefähr bis hierhin gelaufen, weil die Säure ist dann auch so ein bisschen hier reingeschwappt und schwappt jetzt auch wieder zurück, wieder rein, wie die Ebbe und Flut eben ne, Gezeiten. Eine Säure Gezeiten. Und fällt es wieder runter, einen weiteren W6. Au. Ja, klatscht richtig schön mit dem Arsch zurück in die Säure und merkst, wie sich das jetzt wohl an deiner Rüstung vorbeifrisst. Ja, da war wohl gerade eine ungeschützte Stelle und das läuft jetzt gerade deine Beine hinunter. Ein stechender Schmerz, es ist heiß, es ist warm und ja, die Flüssigkeit ist leicht ölig. Es brennt höllisch. Läuft das langsam ab oder sollte ich zusehen, hier rauszukommen? Aktuell, ja, ist immer noch in Bewegung. Eine weitere Kletternprobe oder du rennst jetzt? Ich möchte stattdessen reden. Reden? Ich möchte die Maulgrotte hineinbrüllen. Ja. Ihr da! Werft eure Waffen hinunter und ergebt euch und euch wird nichts geschehen. Wir kommen gleich zu euch hoch, dann will ich niemanden mehr mit einem Messer in der Hand sehen. Jawohl, Herr! Macht, dass es aufhört! Gut, und dann ziehe ich mich zurück. Ja, 1W6 nochmal, weil du in der Säure standst. Das ist okay, den nehme ich. Perfekt. Ach, komm schon! Jo. Und dann rennst du zurück. Ungefähr eine halbe Stunde später habt ihr euch ja weiter auf der... ja, ich muss mal gerade gucken. Wenn ihr noch nach Elborum wollt, ist das möglich. Also, ich sag jetzt einfach mal, 10 Meilen habt ihr euch weiter bewegt. Die Schiffe sind auf alle Fälle verschwunden. Wirklich Segel wird man da jetzt nicht setzen. Man wird dann eher seinen Kameraden helfen, die dann ja angeschossen worden sind. Oder die Schiffe, die jetzt brennen. Knechter Efferts war ja da noch in Flammen geraten. Man wird euch also nicht verfolgen. Wer ist man auch, dass man eine Dämonenarche verfolgt? Und habt da jetzt also ein bisschen Ruhe wieder in das Schiff bekommen. Halbe Stunde später, Säure ist komplett abgelassen. Das Schiff liegt auf dem Trockenen in der Maulgrotte. Xyleste schläft immer noch unter dem Einfluss des Somnigravis. Und ihr hättet jetzt eine Talucke, ehemals zweimastig, mit ungefähr 20 Männern, die da leicht heruntergekraxelt sind in der Maulgrotte. Und wie es mit denen weitergeht, das könnt ihr euch überlegen in der Pause. Die Flucht. Machen wir es einfach kurz. Die Besatzung des Schiffes hatte sich ja schon ergeben. Die wird gefangen genommen und zu den anderen gesteckt. Und dann schauen wir da vorher mal, was sich da an Beute machen lässt. Was Xylest uns übrig gelassen hat. Mhm. Genau, das Schiff ist halb verdaut gewesen, beziehungsweise gerade angefangen. Säure wurde nur kurz eingelassen. Die Dolche und Säbel, alles was sie dabei hatten, wurde vorher noch in die Säure geschmissen. Das ist also aufgelöst und wurde zu Unmetall verarbeitet. Kann also dann dem Schiff dienen als Verstärkung für die Wände. Die sind dann auch wieder zugeheilt. Das passiert dann sehr, sehr schnell, wird euch das gewahr. Also die Löcher, die durch Rotzkugeln gerissen worden sind, sind wieder verwachsen. Unter anderem dann auch mit dem Unmetall. Und ihr dürft auf der Loot-Liste würfeln. Ja, gebt mir mal ein W20. 13. 13. Ich muss gerade die Seite suchen. Und was machen wir noch? Wir geben nochmal ein W20 minus 5 und ein W20 minus 10. War das 12
Und der mit minus 10 ist eine minus 6, also nichts. So, 13. Jo, Leinöl. 50 Dukaten ist wahrscheinlich in der aktuellen Zeit ziemlich begehrt, wo auch immer das Leinöl herkommt und hin muss. Aber dieses Schiff hatte Leinöl im Wert von 50 Dukaten geladen. 17 minus 5 ist 12. Bier und Reiswein im Wert von 50 Dukaten. Und dann eine 6, eine minus 6 Pelze im Wert von 800 Dukaten. Die Pelze sind geprägt. Ist wahrscheinlich, ja, das sind nur Händler, also ist das, ja, Prägung aus Janka, wo auch immer, was auch immer das für Pelze sind, wahrscheinlich irgendwie Büffel, Wasserbüffelpelze aus Janka. Nach Elburum sollten die eigentlich geschifft werden. Das können euch die Gefangenen erzählen. Und ja, gut, jankanische Prägung könnt ihr einfach verkaufen. Da ist nichts mit Hehlerei, weil, naja, Janka ist schwarze Lande und dementsprechend interessiert das keinen. Ist ja nicht geklaut, ist es beschlagnahmt. Genau, also Leinöl 50, Bier und Reiswein 50 und 800 Dukaten für Pelze. Er ist schon eingetragen. Super. Ja, die Besatzung, 20 Mann, die überlebt haben, die anderen trieben als aufgefressene, ja, weggeätzte, naja, Halbkörper im Unwasser, ja, beziehungsweise dann jetzt auf dem Trockenen. Und wenn ihr dann das Schiff gesäubert habt, dann könntet ihr die Sachen wieder verschließen und das Schiff, wollt ihr es aufessen? Wir hatten zwei Rotzen, was ist aus denen geworden? Die könnt ihr auch nehmen. Gut. Ja, dann habt ihr Rotzen mit, ich sag mal, 1W10 Munition. Zwei leichte. 1W10 bitte. Also, insgesamt 1W10 oder zweimal 1W10? 1W10. Müsste 1W10 sein. Die haben nicht so sehr damit... Nee. Das ist ein Wert. Es ist nicht so sehr auf Kampf gedrillt, diese Leute. Dann habt ihr noch drei Munition, drei Eisenkugeln für die leichte Rotze. Könnt ihr dann mit eurer leichten und schweren Infanterie nach oben bringen. Und dann die Schotze wieder verschließen und eine leichte Talucke aufknuspern. Genau, so. Ich hatte gesagt, ihr seid... einmal, Moment, ihr seid von hier aus mit 10 Handlungspunkten losgelaufen. Das waren einmal 40 Meilen, war ich der Meinung. Das sind also 2 Handlungspunkte. Dann seid ihr hier hingelaufen, sind nochmal 2 Handlungspunkte. Und sind wir eine Meile gesprintet. Und dann eine Meile gesprintet. So, das heißt, ihr seid von 10 runter auf 6 und nochmal 2 seid ihr jetzt aktuell bei 4 Handlungspunkten. So, und dann kommt ihr für die Talucke, wenn ihr die aufesst. Ich muss gerade mal schauen. Moment. Absorption von Holzschiffen, je nach Größe. Ich gebe euch 3 W6 Handlungspunkte. Es geht größer, es geht aber auch klein. 11. Dann seid ihr jetzt bei 4 plus 11 sind 15. Das klingt doch so, als kämen wir damit fast bis nach Grundschirm. 17. Zar, 18 Uhr. Grundschirm werden 400 Meilen. Ja, was wollt ihr tun? Alvadas ist oben im Steuerbaum und wird sich dann der Magistra zuwenden. Gelehrte Frau. Ja, was soll ich jetzt wieder für euch tun? Sie lässt es mittlerweile wieder wach. Ihr habt meine Kritik von heute Morgen auf die bestmögliche Art entkräftet durch Taten. Es hat mir ziemlich geholfen, uns allen wie ihr. Und er hat daraus nickt zu Celeste rüber, sie in einen, ich weiß nicht, Tiefschlaf oder so etwas versetzt habt. Ich habe euch unterschätzt. Es ist gut, dass ihr hier an Bord seid. Dafür mein Dank. Glaubt ihr, dass mich dieser Trick der nicht sanktionierten Hexe irgendwie beeindruckt hat? Glaubt ihr nicht, dass ich weiß, dass man
mit astraler Energie, mit der Sternenkraft diese Schwestern nähren kann. Ich weiß auch, dass man sie mit Lebenspunkten, mit Blutmagie ernähren kann. Aber auch das ist ein Weg, den ich nicht einzuschlagen gedenke. Ich habe bereits dem Kapitän gesagt, dass ich absolut unter gar keinen Umständen mich mit Dämonen verbünden werde. Ich bin der Grauen Gilde zugetan und man kann unter Umständen versuchen, sie zu kontrollieren, aber das ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Und wenn man sie ernährt und ihnen Wunschpunkte gibt, dann ist das etwas, was ich nicht bereit bin zu tun. Und ohne zu überlegen, ohne sich klar zu machen, worum es hier geht, habt ihr dieser Hexe euer Vertrauen geschenkt. Und sie hat genau das getan, was ich erwartet habe. Das getan, was jede nicht sanktionierte Hexe tun würde, weil sie nicht akademisch ausgebildet worden ist. Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch einlasst. Also, ich handle weder mit Dämonen noch mit Paktierern. Mit denen mache ich kurzen Prozess. Macht euch das klar. Ihr habt sie doch gestern gesehen. Von hier oben hatten wir ja die Aussicht, wie sie Fräulein Romilly auf den Karak hier gesprungen ist. Ich glaube, über ihre Loyalität brauchen wir uns erst einmal keine Gedanken machen. Es geht mir hier nicht um Loyalitäten. Es geht darum, dass man mit nicht nur seinem Leben spielt, sondern dass man Energien dem Limbus zur Verfügung stellt. Und den Niederhöllen. Wir wissen nichts über dieses Schiff. Glaubt ihr, nur weil sie herausgefunden hat, weil sie irgendjemanden gefragt hat, meinetwegen Celeste oder diesen Schiffshausmeister, es ist mir völlig egal. Glaubt ihr, das beeindruckt mich nicht im geringsten? Das, was sie getan hat, ist zutiefst unverantwortlich und dass ihr so etwas als Geweihter des Efforts auch noch unterstützt. Ihr seid eine Schande. So. Nun, ich habe Dinge gesehen, die kommen werden und ich werde alles, wirklich alles daran setzen, dies zu verhindern. Und wenn es heißt, dass wir hier eine Gratwanderung begehen, wenn es heißt, dass wir so handeln, wie es eure Brüder und Schwestern der Schwarzen Gilde tun, meinetwegen. Es ist gut, wenn ihr ein Auge auf uns habt, aber passt auf. Ihr seid hier nicht der Kapitän. Dann solltet ihr euch vielleicht Magier und Magierinnen der Schwarzen Gilde suchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Kuntium hat nur eine graue Gilde, aber spätestens in Fasar werdet ihr Erfolg haben. Ihr könnt natürlich auch direkt in Elborum anlegen. Ich habe gehört, sie sollen wohl ganz passable Heiler sein. Und jetzt verschwindet. Wie ihr meint. Ihr wollt mich von meiner Brücke werfen. Und geht einfach da aus die Treppe hinunter. Ja, hat sie dich wohl von deiner Brücke geworfen. Ja, ich vermute, ihr werdet an Elborum vorbeifahren, oder? Ja, wir hatten ja bereits abgesprochen, dass wir vorbeifahren. Cool. Ich möchte mich gerne auf die Krankenstation begeben. Cool. Die